Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, so kurz vor Weihnachten, da haben wir noch ein Thema, und zwar das Thema gebrauchte Elektroautos. Denn ihr wisst ja vielleicht, die BAFA-Prämie, die ist überraschend letzten Sonntag einfach gestrichen worden. Das heißt, seit Sonntag ist Schicht im Schacht mit neuen Anträgen. Bedeutet, alle Leute, die jetzt ihr Auto, ihr Elektroauto, ihren Neuwagen noch nicht ausgeliefert bekommen haben, die zahlen mal eben schlappe 4.500 Euro mehr, weil sie den Förderantrag nicht mehr stellen können. Und die Frage ist jetzt, zahlen die Hersteller ihren Eigenanteil noch weiter? Wenn ja, wie lange? Oder übernehmen die sogar einen Teil der normalen BAFA-Prämie, zumindest für die erste Zeit, die ersten Wochen oder Monate im nächsten Jahr? Das ist die Frage. Sonst müssten die vielleicht mit einer riesen Stornierungswelle rechnen für alle möglichen Bestellungen. Oder eben, dass sich viele Leute jetzt auf den Gebrauchtwagenmarkt stürzen. Wen ich dazu jetzt anrufen werde, ist ja völlig klar, nämlich den Tarik. Weil der hat ja gerade erst ein gebrauchtes E-Auto gekauft. Das heißt, wir sprechen heute über gebrauchte E-Autos. Da wollen wir mal gucken, ob Tarik überhaupt da ist. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Tarik. Jens, mein Lieber, wie geht's dir? Hey Tarik, grüß dich. Ja, schön, dass du noch rangehst. Du bist ja jetzt irgendwie gerade unterwegs, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Genau. Warte, ich will dich mal eben kurz auf laut stellen. Sekunde eben. Wo bist du gerade? Ich bin hier in Mutterstadt. Mutterseelen allein. Mutterstadt? Wo ist das denn? Irgendwo in der Nähe von Ludwigshafen oder so. Muss ich mal im Navi schauen. Aber ich zeig dir mal kurz, das ist hier eigentlich ein Einkaufszentrum. Ja, hier gibt es Woolworth und Edeka und bla bla bla, eine Tankstelle und zwei Säulen von NBW. Ach so. Und wir laden hier unseren Kia EV6 gerade, denn wir hatten unseren ersten langen Roadtrip mit dem Kia EV6. Du weißt ja, wir haben ihn gebraucht geholt, 13 Monate alt. Und er schlägt sich ziemlich gut bis jetzt und wir hatten eine geile, geile Tour, Leute. Das Video kommt irgendwann, also verpasst es auf keinen Fall. Viel Schnee, viel Winter, wir waren in Feldberg, wir waren im Schwarzwald, aber ja. Und bei euch, alles gut, Jens? Ja, ich dachte, du hörst nie auf zu reden. Ist doch schön, schön, dass ihr eine neue Tour gemacht habt. Ich dachte erst, du wärst noch kurz vor Ultimo noch Weihnachtseinkäufe machen. Und dann nee, alles klar. Aber die Sache mit deinem gebrauchten EV6 ist ja genau das Thema, weswegen ich auch heute mit dir mal sprechen möchte. Du hast ja davon gehört, dass die BAFA-Prämie gestrichen wurde. Und die Frage ist jetzt natürlich, was die ganzen Leute machen, die jetzt ein Auto bestellt haben und mit 4.500 Euro Extrakosten rechnen müssen. Ob jetzt alle, die jetzt noch ein Elektroauto kaufen wollen, lieber Gebrauchte kaufen. Sag mal, wie ist denn jetzt so deine Erfahrung mit einem gebrauchten EV6? Hast du da nicht irgendwie Sorge gehabt, dass der Akku vielleicht nicht mehr so gut ist? Ist ja der Klassiker bei allen Leuten. Ja, nee, also Leute, also Butter bei den Fischen, ne? Wie sagt man das sonst in Hamburg? Keine Ahnung, aber macht euch bitte nicht verrückt, was das angeht. Aber Jens, noch ganz kurz, genau exakt Thema Förderung gestrichen. Ich habe gerade über Instagram eine Nachricht bekommen. Eine Followerin hat geschrieben, hey Tarik, ich folge euch schon seit über einem Jahr. Wir waren endlich soweit, uns letzte Woche ein E-Auto zu bestellt. Wir haben uns letzte Woche ein E-Auto bestellt, und zwar den Kia Niro EV. Und dann haben die den aber wieder storniert, denn einen Tag später wurde nämlich die Förderung gestrichen. Ja, sage ich ja. Und ich habe ihr zurückgeschrieben, pass auf, guckt euch doch mal auf den Gebrauchtwagenmarkt um. Vielleicht findet ihr da was Günstiges, denn so knapp unter 30.000 gehen schon richtig gute Autos los. Und sie hat mir direkt zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, wir haben schon eine Probefahrt vereinbart mit dem Fiat 500. Ist jetzt kein Vergleich mit dem Niro EV, ne? Aber gut, wenn es reicht, warum nicht? Und Thema Akku, zu deiner Frage noch mal ganz schnell. Macht euch nicht verrückt. Man hat Möglichkeiten, erstens, wenn das Fahrzeug vom Händler ist, einen Bericht zu verlangen von der Werkstatt. Mein Kia EV6 zum Beispiel, den habe ich ja mit einem Bericht geholt von der Kia-Werkstatt selber. Und der Akku war mit 100% State of Health noch in Ordnung. Viele sagen jetzt, ja, Kia fuscht da ein bisschen, weil die nehmen noch die Bruttowerte und bla bla bla. Ist mir sowas von egal, auch wenn er 5% verlieren würde. Und also macht euch nicht verrückt, Leute. Ein Auto, Degradation von E-Autos, du weißt das besser als ich, Jens. In den ersten 5 Jahren oder bis 100.000 Kilometer liegt so bei 7-8% maximal. Na, oder? Genau, ich habe ja auch schon diverse Videos drüber gemacht. Also
Elektroauto-Akkus halten einfach in der Regel viel länger, als man früher gedacht hat. Und man kann damit rechnen, dass so ein Akku eigentlich so lange hält, wie das Auto halten sollte. Ja, also da sollte man sich nicht verrückt machen, gebe ich dir völlig recht. Aber du hast auch was Richtiges angesprochen, weil es gibt ja genug Möglichkeiten. Selbst wenn man sich da unsicher ist, man muss natürlich nicht allem einfach blind vertrauen, völlig klar. Und wenn ihr euch ein gebrauchtes Elektroauto kaufen wollt, dann könnt ihr natürlich vom Händler, wie du schon sagtest, eine Überprüfung des Akkus verlangen, weil man kann ja jeden Akku auslesen. Da gibt es meistens immer eine Schnittstelle in den Autos. Und das könnt ihr theoretisch sogar selber machen. Will ich aber niemandem zumuten. Da muss man halt irgendwie so einen Dongle haben und eine App und ein bisschen Know-how natürlich. Das kann man aber auch bei einem Gutachter machen lassen oder so. Also auch wenn man so ein Elektroauto von privat kauft, was ja auch nicht so unwahrscheinlich ist, kann man den Akku auslesen lassen. Gibt es genug Leute, die das machen? Elektromobilitätsberater oder auch Autowerkstätten. Und was zahlt man dafür? Weiß ich nicht, ein Huni oder so? Und dafür, ungefähr, dass man dann auf der sicheren Seite ist, ist das auf jeden Fall ein Tipp wert, finde ich, dass man sowas macht. Genau. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel auch gucken, wie viel Reichweite müsste der Akku denn eigentlich haben. Wenn ich, keine Ahnung, 77 Kilowattstunden habe, dann weiß ich ja laut Hersteller, wie viel Reichweite sollte der Akku so haben. Oder realistische Reichweite, da würde ich vielleicht mal Leute fragen, die sich mit so einem Auto auskennen, die das vielleicht auch haben. Dann wissen sie, wie viel realistische Reichweite so ein Auto hat. Und wenn das Auto das auch anzeigt auf dem Tacho, diese Reichweite, kann ich auch davon ausgehen, dass der Akku nur einigermaßen gut ist. Das ist aber nur so eine Pi mal Daumen-Regel. Jetzt gerade passend zu dem, was du sagst, ich werde dir ein Foto zusenden. Das kannst du gerne jetzt in dem Moment einblenden. Mein EV6 mit der 77 Kilowattstunden Batterie. Ja. Die Winterreichweite mit 100% zeigt er mir mit knapp 370 Kilometern an. Im Sommer würden da knapp 480 Kilometer stehen. Na? Ja, top. Und die Autos berechnen das ja immer automatisch. Der EV6 kann ja auch die Topografie berechnen, wenn ich im Navi irgendwas eingebe. Und die letzten 100, 200 Kilometer, wie du gefahren bist. Also immer nach deinem persönlichen Fahrstil. Und ich möchte noch unbedingt was Wichtiges sagen zu all den Leuten, die jetzt zuschauen und sagen, ja, pass auf, ich bin eigentlich schon so weit, ein E-Auto zu fahren, ein neues will und kann ich mir nicht leisten. Und bin jetzt dabei, mir ein gebrauchtes auszusuchen. Leute, macht euch nicht verrückt. Es gibt eigentlich nicht das falsche Auto, sondern die falsche Batteriegröße. Ja? Bitte, 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 guckt euch euer eigenes Fahrprofil an. Guckt, müsst ihr pendeln? Wie viel pendelt ihr? 30 Kilometer, 100 Kilometer am Tag? Habt ihr die Möglichkeit, zu Hause oder auf der Arbeit zu laden? Das sind alles Faktoren, die zusammenspielen. Wie oft fährt ihr im Jahr in den Urlaub? Und wo geht's hin? Geht's nur bis zum Gardasee oder fährt ihr auch mal bis nach Portugal, weil deine Frau Portugiesin ist? Zum Beispiel, ne? Ja, klar. Und die meisten Leute, die sich jetzt ein Auto kaufen, die wollen ja damit auch nicht nur in der Stadt pendeln. Gibt es natürlich auch diese Fälle, dann sind das ja mehr die klassischen Zweitwagen in der Regel. Aber wenn ich mir als Familie jetzt ein Elektroauto kaufen würde, als einziges Auto, dann muss das ja auch Langstrecke können. Und als Gebrauchter gibt es ja mittlerweile genug Modelle. Und mit der Akkugröße ist auch so ein Thema, wie du schon sagtest, ne? Also das Thema, welcher Akku ist der beste für mich, ganz klar, guck dir dein Fahrprofil an, wie du schon gesagt hast. Und wenn ihr Langstrecke fahren wollt, dann würde ich sagen, alles unter 70 Kilowattstunden macht für Langstrecke weniger Sinn. Natürlich kann man damit auch Langstrecke fahren, da muss man einfach damit rechnen, man muss öfter mal laden. Über 70 Kilowattstunden wird es eben auch wieder seltener mit dem Laden. Da muss man eben gucken, will man das, will man öfter laden, will man weniger laden. Und dann sucht man sich das Auto entsprechend aus. Ist natürlich auch eine Preisfrage. Gibt auch gute Autos mit 64 Kilowattstunden, die absolut langstreckentauglich sind, weil sie einfach so effizient sind. Stichwort Model 3 Standard Range Plus zum Beispiel. Also das ist ein absolut Hyundai langstreckendes Kona Elektro. Der Kona ist auch ein super Auto. Kia Niro, 64 Kilowattstunden Batterie. Sind MG4, beide Autos, die also Genau, alles Autos. Die super langstreckentauglich sind, obwohl sie unter 70 Kilowattstunden sind. Gilt aber auch nicht für jedes Auto, aber das ist so die Range, in der man rechnen muss. Und Jens, all die Autos, die du erwähnt hast, die liegen gebraucht als Leasingrückläufer, so 2-3 Jahre alt, lass es 4 Jahre alt sein, unter 30.000 Euro. Ja, ja. Hey, diese Leasingrückläufer, das sind sozusagen die den Markt in Zukunft retten werden, dass wir wieder mehr E-Autos auf die Straßen bekommen, weil der Dudenhöfer, kennst ja der Autoexperte Dudenhöfer, man kann ja von ihm halten, was man will, aber der hat jetzt gerade einen Artikel gelauncht, da steht drin, dass er bis zu 200.000 weniger Elektroautos im nächsten Jahr erwartet als dieses Jahr durch diese Förderung, die eben nicht mehr stattfindet. Da sind wir mal gespannt.
Ich bin gespannt. Aber was hältst du denn allgemein davon, vom Ende der Förderung, wenn wir schon mal dabei sind? Was hältst du allgemein? Ich halte das für absolut die falsche Entscheidung. Ich meine, ich kann sie nachvollziehen, weil sie aus diesem Klimafonds irgendwie finanziert wurde und das ist eben verfassungswidrig und deswegen hätten sie das umschichten müssen, haben aber irgendwie kein Geld gefunden und naja, die FDP war ja gegen alles, musste ja unbedingt die schwarze Null da weiter stehen. So ist es halt und jetzt haben sie das gestrichen. Es ist ja auch nicht die einzige Streichung. Es gibt ja auch noch andere Fördertöpfe, die massiv gekürzt werden oder sogar eingestellt werden. Da tut sich einiges, für mich die völlig falsche Richtung, muss ich sagen. Aber gut, ich kann das jetzt nur so aus dem Off kommentieren. Aber wir leiden ja alle drunter. Und ja, in Bezug auf gebrauchte Elektroautos, um mal wieder zurück zu dem Thema zu kommen, das mit den Akkus haben wir ja gesagt, da muss man sich jetzt nicht den Kopf machen, gibt es ja Möglichkeiten, das zu testen. Aber sag mal selbst, du hast ja nach dem Akku geguckt, aber du hast ja nicht nur nach dem Akku geguckt. Hast du denn so ein paar Kriterien für die Zuschauer, wo du sagst, gebrauchte Elektroautos, Akku haben wir abgehakt, aber wonach muss man denn da verstärkt gucken? Also ich sag mal, verstärkter, als wenn man jetzt einen Verbrenner kauft. Hast du da irgendwas auf einer Liste? Kommt drauf an. Wenn ich mir ein Model 3 Performance zulegen möchte, dann würde ich da das Fahrwerk nochmal und die Gelenke und so weiter nochmal überprüfen lassen und eventuell mal die Bremsen abchecken lassen. Denn wer weiß, was für ein Besitzer das Auto hatte. Und so ein Auto verleiht nun mal dazu, mit über 500 PS auch mal schneller die Kurven zu nehmen. Ne? Und da, wie ist der Reifenverschleiß? Wie ist der Verschleiß an den Gelenken, an den Achsen und so weiter? Das könnte man. Aber auch, es gibt beim TÜV zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie bezahlte Werbung zu machen, so Schnellchecks, Profi-Checks, die kosten so vielleicht 30, 40 Euro. Da wird das Auto auf die Bühne gehoben und da werden die Gelenke, alles TÜV-Relevante, alles Sicherheitsrelevante nochmal durchgecheckt. Ne? Also das könnte ich nochmal dazu raten. Aber wenn ich mir mit mir so einen Fiat 500e ausgesucht habe, der jetzt 3 Jahre auf dem Buckel hat und vielleicht 30.000 Kilometer, da muss ich mir eigentlich um nichts Sorgen machen. Ganz ehrlich, Jens. Da setzt man sich rein, da macht man eine Probe, man guckt sich das Lenkrad an, die Sitze an und immer mit Gefühl, also immer mit so mit dem sechsten Sinn oder fünften Sinn, was weiß ich, an die Sache rangehen und sich den Besitzer und den Verkäufer mal angucken. Ja. Macht er einen vertrauenswürdigen Eindruck? Genau. Erzählt er mir Scheiße oder ergibt das alles einen Sinn? Verstehst du? Ja, und völlig. Wenn das alles passt, wenn das alles harmonisiert, dann würde ich mir auch ehrlich wirklich keine großen Gedanken machen. Wirklich ja, na klar. Nicht. Du siehst ja auch, wenn das Auto jetzt an sich schon mal sehr gepflegt ist, von außen als auch von innen. Absolut. Ja, wenn das Auto gepflegt ist, dann weißt du auch schon, grundsätzlich kann dann der Besitzer oder die Besitzerin damit auch nicht schlecht umgegangen sein. Völlig klar. Genau. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Fiat 500e, 30.000 Kilometer oder vielleicht hat er auch 60.000 Kilometer drauf. Das ist noch eine Sache, da muss man trotzdem wissen, dass je nach Akkugröße 60.000 Kilometer für einen kleinen Akku mehr sind als 60.000 Kilometer für einen großen Akku. Keine Ahnung, 90 Kilowattstunden oder 100. Weil, du meinst jetzt die Degradation? Die Degradation beim kleinen Akku bei diesen Ladezyklen natürlich höher ist. Das muss man einfach wissen, sodass der möglicherweise 1, 2, 3, 4% mehr Degradation hat als ein großer Akku mit gleicher Laufleistung. Wollte okay, ich dann lass mal erwähnen, uns doch mal von 3000 Ladezyklen ausgehen. Ja, ja, bei LFP natürlich. Bei normalen NMC-Zellen, da sind wir noch nicht bei 3000 Zyklen, aber trotzdem halten die natürlich 200.000, 300.000 Kilometer. Nur Bremsen hattest du vorhin erwähnt. Und natürlich, wenn ich mir einen Verbrenner kaufe, gucke ich mir auch die Bremsen an. Aber warum meinst du jetzt die Bremsen bei E-Autos speziell? Da gibt es ja auch einen Grund. Ganz einfach. Da können wir als Beispiel direkt mein Auto nehmen. Da schicke ich dir auch gerne nochmal 2 Bilder. Ich habe nämlich Winterreifen aufziehen lassen. Ja. Und da hat man direkt gesehen, wie die Scheiben aussehen. Ja? Vorne alles blitzeblank, aber hinten waren die schon angerostet. Da haben sich Riefen gebildet. Okay? Genau. Und da wurde einfach zu viel rekuperiert und wenig freigebremst. Aber hört sich schlimmer an, als es ist. Leute, einfach mal in den Leerlauf gehen oder Nullrekuperation, je nachdem, was für ein Auto man fährt. Man kann die Dinger wieder freibremsen. Ne? Solange sie nicht richtig durchgerostet sind, macht euch keine Sorgen. Man braucht noch lange keine neuen Bremsscheiben, nur weil sich da jetzt Riefen gebildet haben. Aber dieses Thema ist da bei den E-Autos und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei Tesla zum Beispiel ist das eher ein größeres Problem, würde ich sagen. Jetzt kommen die ganzen Fanboys, aber Ruhe, Leute. Das Auto kann ja nur rekuperieren in dem Sinne, es sei denn, du schaltest auf Leerlauf, ne, irgendwie. Man kann ja die Rekuperation nicht abschalten. Deswegen ist der Bremsscheiben
Rostgefahr oder Riefengefahr und so weiter auch da etwas höher. Oder was sagst du? Du bist ja Testerfahrer. Deswegen, genau, früher gab es noch dieses lässig, heute ist das bei den meisten nicht mehr da. Ich glaube, bei meinem Model S ist lässig noch da. Da rekuperiert er dann weniger. Oder wenn der Akku voll ist, rekuperiert er ja auch nicht. Das heißt, immer mit vollem Akku losfahren, dann musst du richtig bremsen. Oder wenn er ganz kalt ist. Aber das ist noch wirklich so eine Empfehlung. Die ganzen Model 3, die jetzt in der Presse irgendwie durch die Presse gegangen sind, dass die alle durch den TÜV fallen. Das war ja in der Regel deswegen, weil die Bremsscheiben einfach verrostet waren, weil die Leute nicht gebremst haben, also mit der mechanischen Bremse, sondern weil sie alle rekuperiert haben. Der Tesla rekuperiert halt sehr stark, sodass man dort bis zum Stillstand dann kommt in der Regel. Auch ich bremse mit der mechanischen Bremse so gut wie gar nicht. Ich habe mir aber angewöhnt, so einmal die Woche oder so, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin auf einer längeren Tour, mal richtig zu bremsen, da wo es sicher ist natürlich, dass hinter mir keiner ist. Richtig die mechanische Bremse mal richtig zu benutzen, ein paar Mal hintereinander, um auch diesen Rost zu verhindern. Also, wie machst du das? Gehst du dann in den Leerlauf? Nee, ich fahre einfach die Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt ist. Und wenn ich hinter mir niemanden habe, dann gehe ich da mal richtig in die Eisen, dass ich eben richtig stark verzögere. Ja, und das mache ich ein, zwei Mal und das reicht dann auch. Ne? Dann sind die Bremsscheiben auch wieder frei. Und wenn man das öfter macht, dann kann da gar kein Rost entstehen, völlig klar. Genau, Thema gebrauchtes E-Auto, Thema Bremse. Und vielleicht noch ein, zwei Tipps von mir. Leute, kauft euch bitte kein gebrauchtes E-Auto, egal wie günstig es ist, ohne CCS-Anschluss. Ja, ich weiß, mit Typ 2 kommen einige von euch bestimmt noch bis Kroatien oder so, aber das macht keinen Spaß. Es gibt einige E-Golfs, es gibt einige andere Autos wie der Twingo oder so, die haben nur Typ 2. Lass die Finger davon, egal wie günstig die Autos sind. Es sei denn, es ist wirklich 100% ein Zweitwagen, gedacht. Wollte ich dir gerade widersprechen. Ne? Also die alten Zoes zum Beispiel mit dem 40 Kilowattstunden Akku, die haben ja teilweise auch kein CCS. Und das sind durchaus Autos, die 250, 280 Kilometer weit kommen. Damit kann man schon mal mittlere Strecken fahren. Man muss da nicht unbedingt CCS haben. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man mit diesen Autos nicht schnell laden kann. Wobei die alten Zoes konnten teilweise bis zu 44 kW. Das sind aber die ganz alten. Aber in der Regel hat man dann nur maximal 22 oder 11 oder so. Ne? Und das ist klar. Aber generell, ich als Tarik, als Elektrobeis, ich bin definitiv der Meinung und gebe euch trotzdem den Rat, Leute, kauft euch trotzdem ein E-Auto mit CCS-Anschluss, da seid ihr für die nächsten 3-4 Jahre auch besser gewappnet. Und wenn es mal von Köln nach Düsseldorf gehen sollte oder ein bisschen weiter bis nach Bremen, bis zum Jens, dann könnt ihr auch mal die große Infrastruktur hier nutzen. Schaut mal, hier sind zwei Säulen. Was sehen wir? Wir sehen 4 CCS-Anschlüsse, aber kein Schademo und kein Typ 2. Ja? Also das kann euch schon mal den Hintern retten. Deswegen kauft euch ein Auto, der 2.000, 3.000 Euro teurer ist, aber mit CCS. Das sage ich immer und immer wieder. Ja, ich weiß, mit Typ 2 kommt ihr auch bis nach Kroatien, aber das ist egal. Trotzdem. Genau. Nein, also ohne CCS ist das, du hast schon recht, ohne CCS wäre das mehr ein reines Stadtauto. Und diese Zielgruppe gibt es aber ja auch. Gerade wenn es ein Zweitwagen ist, dann ist ein Auto ohne CCS machbar. Ne? Ich würde mir persönlich auch keins kaufen ohne CCS. Aber CCS alleine reicht ja auch nicht. Wenn du mit dem CCS auch nur 40 Kilowattstunden Ladeleistung hast, macht es auch keinen Spaß. Ja, natürlich. Die muss schon stimmen. Aber es geht ja erstmal um die Verfügbarkeit. So es geht ja erstmal darum, dass man darauf zugreifen kann, ne? Dass man die Abdeckung hat. Darum geht's. Thema Nummer 2, Ladeleistung. Was ist deine Schmerzgrenze? Wo sollte es Minimum sein? Ladeleistung, das ist ja immer die Frage, das hängt ja auch mit dem Akku zusammen, wie groß der Akku ist. Ne? Also ich denke mir, alles, was über eine halbe Stunde ist, von 10% auf 80%, da fängt es dann an schon zu nerven. Das wäre was ich mir wünschen würde. Also egal welches Auto, in einer halben Stunde möchte ich maximal an der Ladesäule wieder weg sein. Und dann habe ich halt die 80% im Akku, egal wie groß er dann ist. Und die meisten Autos schaffen das heute ja auch. Viele sind auch schon schneller. Nur ganz wenige patzen da und brauchen da länger. Das hängt natürlich immer auch wieder von den Außentemperaturen ab. Du bist jetzt auch im Winter unterwegs.
Wie ist denn das jetzt bei dem Kia? Wie ist denn da die Ladeleistung im Winter? Pass auf, ich kann dir das direkt live zeigen. Ich habe ihn eben angeschlossen, kurz bevor wir angefangen haben zu telefonieren. Ja. Ich habe ihn mit 19% angeschlossen. Wir haben jetzt 88%. In 27 Minuten hat er 57 Kilowattstunden nachgeladen. Und das ist mega. Ja, das ist mega, wirklich. Ladekurve kann ich dir auch zeigen. Maximale Ladeleistung 236 kW und durchschnittlich 124,6. Ja, das ist natürlich perfekt. Leider hat das nicht jedes Auto so. Gerade eben auch die Autos aus dem MEB-Baukasten wissen wir ja, dass sie im Winter bei Kälte durchaus so ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil die Akkus einfach nicht warm genug sind. Aber du bist ja auch Langstrecke schon gefahren. Wie viele Kilometer bist du vorher gefahren vom Laden? Ich bin jetzt 247 Kilometer jetzt bis zur ersten Ladepause gefahren und werde jetzt nochmal 240 Kilometer bis nach Köln durchziehen. Deswegen, ich blockiere auch niemanden. Es gibt genug freie Plätze, Ladeplätze. Deswegen telefonieren wir jetzt auch weiter. Und ich lade jetzt ihn so lange, bis wir jetzt gleich Schluss machen. Und dann habe ich irgendwas mit über 90% im Akku. Aber Jens, ganz wichtig, es muss ja nicht der teure EV6 sein, hier mit Allradantrieb und GT-Line. Es gibt den EV6 oder IONIQ 5, auch mit der 58 Kilowattstunden Batterie, die auch mit 800 Volt System ausgestattet sind. Und die würden auch innerhalb von 20, 21 Minuten von 10 auf 80 laden. Und die gibt es auch unter 40.000 schon mal. Und da könnte man auch vielleicht so für 34.000, 35.000 Euro schon mal einen IONIQ 5 schießen, der für die ganze Familie viel Platz anbietet und ein Erstauto sein könnte. Muss ja nicht ein Zweitwagen sein. Also es gibt so viele Leute, die haben nun mal nicht das Geld für zwei Autos. Ne, Jens? Nee, klar. Und, das ist völlig klar. Aber was würdest du denn sagen? Also glaubst du denn, dass jetzt die Nachfrage nach Gebrauchten doch deutlich ansteigt und wir erleben, dass die Preise wieder nach oben gehen, gerade auf dem Gebrauchtmarkt? Bisschen ja. Also dadurch, dass die Förderung jetzt abrupt weggefallen ist, wird einer, der sein Auto für, sage ich mal, 31 ins Red hat, wird den jetzt sofort auf 33 ändern und dann mit Verhandlungsbasis für 32 abgeben. Also das wird mit Sicherheit kommen. Ja, das muss ich zugeben, rechne ich auch damit. Und die Frage ist eben auch, wie weit gehst du dann quasi hoch mit dem Alter? Also wenn du jetzt sagst, das ist mir jetzt aber alles zu teuer, selbst als Gebrauchter, dann musst du ja ein Auto nehmen, was eben noch älter ist, damit es günstiger wird. Also das ist ja meistens so, je älter so ein Auto, desto günstiger. Irgendwann kippt das wieder, ne? Dann werden die Alten am teuersten. Aber im Moment ist es ja so. Und was würdest du denn sagen? Also wir haben ja gesehen, so 2019 war so der Punkt, wo die ersten richtig guten Elektroautos so langsam auf den Markt kamen. Tesla Model 3, die anderen Hersteller haben alle nachgezogen. Ist das so, das Alter, so 3 bis 4 Jahre älter, würdest du nicht gehen? Oder was sagst du? Doch. Also so ein Model 3 aus 2019, den habe ich ja letztens auch schon getestet vom Serkan. Der hat sich ja eins gekauft mit 130.000 Kilometer Laufleistung oder so auf jeden Fall. Allerdings ein Standard Range Plus für 26.000 Euro. Kann ich absolut raten dazu. Ne? Wie gesagt, einmal kurz abchecken und dann macht ihr nichts falsch damit. Oder vielleicht ein Hyundai Kona, wie wir eben schon erwähnt haben. Oder sogar ein ID3 aus 2020 mit der 58 Kilowattstunden Batterie. Die kannst du schon für 22.000, 23.000 Euro schießen. Ne? Ja. Und was du gerade sagtest, Laufleistung 130.000 plus, also es gibt ja auch Elektroautos, die haben dann noch mehr auf der Uhr. Laufleistung ist auch so ein Thema, wo viele Leute dann sagen, oh, die haben aber so viel gelaufen. Ne? Bei Elektroautos ist das ja mit der Laufleistung gar nicht das große Problem, weil es gibt eben viel weniger Teile, gerade auch mechanisch, die verschleißen können. Wir haben da einen Elektromotor, da dreht sich eine Antriebswelle und das war es dann im Prinzip schon. Natürlich die Traggelenke, Querlenker, Koppelstangen, sowas muss man prüfen. Eben auch Bremsen, wie schon gesagt, aber die Laufleistung selber ist eigentlich gar nicht kritisch, außer natürlich bei Autos mit kleinen Akkus, wie ich vorhin schon erwähnte, je höher die Laufleistung, desto höher wird da die Degradation sein, weil das einfach prinzipbedingt ist, aber grundsätzlich hätte ich zum Beispiel überhaupt kein Problem, mir ein Auto zu kaufen, gebraucht, 150.000 auf der Uhr, gar kein Thema, wenn es ein Elektroauto ist. Dann kommt es aber auf den Preis drauf an. Letztens hat mich wieder einer auf Instagram angeschrieben, mir direkt einen Link geschickt von einer Autobörse mit einem Link zu einem Model 3 und der hatte 155.000 Kilometer drauf. Hat gefragt, Tarik, was hältst du davon? Würdest du mir dazu raten? Ich habe gesagt, du, pass auf, jetzt kommst Jens oder alle lieben Leute da draußen. Thema Laufleistung.
die Akkus und die E-Motoren, die haben meistens von den Herstellern eine Garantie bis 160.000 Kilometer oder 8 Jahre, was zuerst eintritt, okay? Und wenn ich über der Garantie bin, wenn er sich jetzt das Model 3 holen würde mit 155.000 Kilometer in 6 Monaten, ist er schon über der Garantie. Verstehst du? Vom Akku. Und wenn jetzt dem Akku irgendwas passieren sollte, was ja nicht eigentlich sein kann oder was wirklich nur eine seltene Ausnahme ist, aber trotzdem ist das Risiko da, dass man eventuell eine teure Reparatur haben könnte. Thema Laufleistung ist deswegen interessant. Ich würde schon gucken, dass ich so bei 120.000 Kilometer bleibe, so dass ich mindestens noch 40, 30, 50.000 Kilometer noch ruhig fahren kann, bis die Akkugarantie dann erlischt. Verstehst du? Da wäre das noch ein Thema. Aber ja, du hast vollkommen recht. Weniger Verschleißzahle, weniger Risiko und macht euch auch wirklich nicht zu sehr damit verrückt. Wirklich nicht. Das Thema Akkugarantie oder auch Garantie auf Antrieb ist ja schön, aber ich meine, dann würde es ja bedeuten, dass nie einer ein gebrauchtes Elektroauto kauft, was mehr als 160.000 gelaufen ist, weil Leute Angst haben, hey, die Garantie ist vorbei, ab morgen geht das Auto kaputt. So ist es ja nicht. Und das ist natürlich die Frage nach dem Preis. Wenn der Preis stimmt, würde ich mir auch ein Auto mit 200.000 Kilometer kaufen. Genau, meine ich ja. Ich habe letztens an der Säule am Supercharger ein altes Model S 85 gesehen aus Baujahr 2014. Und der Kollege hat schon über 280.000 Kilometer drauf. Ich habe ihn gefragt, und alles okay? Ja, da war mal eine Kleinigkeit, hier war mal an den Traggelenken was, aber so. Aber sonst läuft das Auto völlig normal. Ist Original-Akku noch, ja? Und Original-E-Motoren, ja, also gibt's auch. Genau. Aber die Dinger kosten nicht mehr 25, sondern 13, 14.000 Euro. Deswegen, also es geht alles so eine Mischung von Preis, Leistung, was bekomme ich, wie sieht's aus. Also wenn ich für 13.000 Euro so ein Model S schieße, dann kann ich auch eine Reparatur von 5.000 Euro eventuell verkraften oder sollte es können zumindest. Ja. Ja, wobei ich sie dann auch nicht unbedingt sofort erwarten würde, wenn ich mir das Auto genauer anschaue. Aber gut, völlig klar. Wo man allerdings aufpassen sollte, und da wirst du mir sicherlich recht geben, ist eben auch gerade bei Autos, die älter sind als 2019, gerade auch aus dem französischen Raum, Renault, Zoes und so, da muss man besonders auf die Mechanik achten. Da sind nämlich ganz oft die Koppelstangen ausgeschlagen, Querlenker, weil die einfach bei der Zoe ein bisschen schwächer ausgelegt waren und der Wagen war einfach durch den Akku ein bisschen schwerer. Und da muss man wirklich genau hingucken. Aber ansonsten sind auch diese Autos, ich meine, ich selber habe angefangen mit einer 2015er Renault Zoe mit 22 Kilowattstunden Akku. Super tolles Auto, hatte zwar nur 190 Kilometer Reichweite im Sommer, aber ich habe das 3 Jahre gefahren. Ja. Und würde auch jedem raten, wer einsteigen möchte in die Elektromobilität mit einem Gebrauchten. Und die Zoes sind momentan wirklich günstig zu bekommen. Teilweise 10.000, 11.000 Euro oder noch weniger. Ja, noch weniger sogar. Und genau, das ist, die alten. Wenn die Mechanik stimmt, ja, also eine absolute Empfehlung, weil das sind klasse Autos. Meine Empfehlung, absolut ja, aber da würde ich wieder aufpassen, was ist mit Batteriemiete, das ist Thema Renault, irgendwie so speziell. Völlig klar, ne? Ja. Batteriemiete. Da liegst du bei 80 bis 90 Euro im Monat. Das würde ich nicht mehr machen. Ja, eben. Das muss eine Kaufbatterie sein. Genau, dann würde ich halt ein bisschen mehr bezahlen. Andere sagen aber jetzt wiederum, ja wieso, dann miete ich die Batterie, dann habe ich aber nicht mehr das Risiko, wenn da was kaputt geht, kriege ich einen neuen. Ja, gut. Ja, aber die Realität zeigt einfach, die Akkus gehen einfach nicht kaputt. Also nicht zumindest kaputt, in der Regel nicht. Du kannst auch mal einen Motorschaden haben. Genauso gut kannst du mal einen Akkuschaden haben, völlig klar. Genau. Jens, stell dir vor, du hattest ja ein Mercedes Cabrio, ne, vorher. Oh ja, das ist schon länger her, ja. Tolles Auto. Was für einen Motor hatte der? Erzähl mal. Oh, was für einen Motor hatte der? Der hatte die Maschine, das war ein 200 irgendwas. Der hatte eine 1,8 Liter Maschine, Benziner. Ja. Mit Turbo, ne? Genau. Frag mich nicht mehr. Ich bin aus dem Verbrenner-Thema raus, Tarek, weißt du? Aber pass auf, warte mal, worauf ich hinaus möchte. Jetzt stell dir vor, du hättest ihn noch behalten oder das Auto existiert ja irgendwo noch. Ja, das wird mit Sicherheit noch nicht verschrottet sein. Genau, und er hat jetzt bestimmt 130.000, 150.000 Kilometer drauf, hat schon 2, 3 Besitzer gehabt, ne? Würdest du lieber oder
Ich hatte eher dort Schiss, das Auto zu kaufen, den alten Mercedes mit 130.000 Kilometern, anstatt ein ID.3 mit 130.000 Kilometern oder ein Model 3. Verstehst du? Ja, völlig. Weil, aber das Problem ist, dass man das von früher halt gewohnt war, dieses Risiko einzugehen mit den Millionen mechanischen Teilen, wo alles Mögliche kaputt sein kann, wo man nicht reingucken kann, ja. Und aber trotzdem ist das beim E-Auto so, es ist was Neues, die Leute kennen sich damit nicht aus, sie hören von irgendwelchen Leuten irgendwelche Gerüchte, das ist alles so schlimm und alles, es geht sofort kaputt und die Akkus halten nicht und. Und da müssen halt Leute, die Erfahrung haben, so wie wir jetzt ja seit Jahren schon, den Leuten erzählen, dass es eben nicht so ist, ja, und das auch vorleben. Das machst du ja gerade. Wie gesagt, mein erstes Elektroauto war ein gebrauchtes Auto, die Zoe. Mein zweites Elektroauto war ein gebrauchtes Auto, das Tesla Model S. Das war auch 1,5 Jahre alt. Habe ich 5 Jahre gefahren, ohne große Probleme. Und jetzt habe ich gerade einen Neuwagen, der ist aber nur geleased. Also das heißt, auch in 2 Jahren ist er wieder weg, weil ich den Wagen nicht übernehmen kann. Und danach muss ich mir halt auch überlegen, was ich mir dann hole. Und dann wird es wahrscheinlich wieder ein gebrauchter. Also auch für mich gar kein Problem. Ich, hinter diesem Wort gebraucht steckt zu viel negative Energie drin. Das ist völlig Schwachsinn. Zukunft steckt da sehr viel positive Energie, weil die nämlich viel günstiger sind. Absolut und zuverlässiger. Also wie gesagt, ein gebrauchter Verbrenner gegenüber einem gebrauchten E-Auto. Ich würde jedes Mal das E-Auto nehmen. Jedes Mal. Ja, abgesehen davon, allein dass schon, wir beide keine Verbrenner mehr kaufen würden. Ja, das sowieso. Also einmal E-Auto, du kennst ja. Also bei 99,9% der Leute, ohne jetzt hier die rosa-rote Brille anzuhaben, einmal E-Auto, einmal infiziert, dann willst du auch nicht mehr zurück. Ja. Ach so, es werden aber vielleicht doch noch einige jetzt den Schritt wagen und sagen, ja, pass auf, E-Mobilität ist so teuer, wie, egal ob gebraucht oder nicht, wir gehen jetzt wieder zurück zum Verbrenner. Ich garantiere dir, spätestens nach 6 Monaten kommt die Hälfte wieder zurück. Ja, das muss man mal gucken, ne? Aber kann schon passieren. Ja, Tarek, du willst sicherlich auch gleich weiter. Bist du schon bei 100% oder noch nicht? Lass mal gucken, bevor wir Schluss machen. Ich bin jetzt gespannt. 96% und eine Ladeleistung bei 96% von 31 kW. Wow, ja, super. Das ist doch mal eine Ansage. So muss das sein. Also ich stehe hier 39 Minuten und das Auto ist rappelvoll. Ne? Ja, klasse. Also 64 Kilowattstunden nachgeladen. Also ein ganzer Kona Elektrobatterie oder Kia Niro EV-Batterie. Vollgeladen, ja, klasse. Komplett voll. Ja, du, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich euch. Wir wünschen das allen da draußen. Allen, natürlich, allen, die uns zuschauen. Und feiert schön mit eurer Familie am besten, mit euren Lieben. Und genießt die Zeit und kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt irgendwie eine schöne Silvesterparty, wo ihr teilnehmen könnt oder so. Auf jeden Fall, ihr könnt euch bei mir freuen, dann im nächsten Jahr wieder auf einen schönen Sylt-Roadtrip. Natürlich sind wir wieder auf der Insel über die Feiertage bzw. über den Jahreswechsel. Und Tarek, hast du noch was vor? Du feierst zu Hause oder fahrt ihr wieder weg? Wir sind bei Freunden eingeladen, werden wir höchstwahrscheinlich auch machen. Aber wir haben noch die eine oder andere Reise vor. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Und liebe Leute, für alle, die jetzt neu dabei sind und das Thema so interessant, abonniert den Kanal von Jens, Move Electric, und abonniert meinen Kanal, Elektrobeis. Ja, aber neue sind ja immer dabei. Ja, genau. Jens, ne? Weißt du ja. Oh, es gibt übrigens was Neues. Es gibt übrigens was Neues bei mir auf dem Kanal. Vielleicht haben das meine Abonnenten schon gesehen oder ihr könnt mal oben nachgucken. Es gibt jetzt einen neuen Button bei mir, der heißt nämlich Mitgliedschaft. Das heißt, ich habe jetzt Kanalmitgliedschaften aktiviert. Also wer möchte, wer sein Engagement für die Elektromobilität und auch für meinen Kanal zeigen möchte, der kann Kanalmitglied werden. Kostet irgendwie 2,99 € oder was man immer da bezahlt. Damit unterstützt ihr mich natürlich und das ist natürlich für mich auch ein Signal von euch da draußen, dass dieser Kanal Zuspruch findet, dass ihr das gut findet, was wir hier machen, unser Engagement für die Elektromobilität, sowohl bei Tarek, ich glaube, bei dir ist das ja auch möglich, dass man Mitglied werden kann. Genau. Und ihr unterstützt uns damit und dazu möchte ich euch natürlich ermuntern, ist es ja wirklich nicht viel Kohle, aber für uns ist es ein tolles Signal. Es ist auch eine kleine Motivation. Anerkennung, ne? Von der Community, in der Motivation. Selbstverständlich. Denn du weißt ja besser als ich, wie viel Arbeit wir hier reinstecken. So ein 20-Minuten-Video, wie viele Stunden wir dahinter hängen. Ne? Hör bloß auf. Ja, okay, Mensch, toll, dass wir uns noch sprechen konnten. Genau, die nächste Sendung läuft auf meinem Kanal wieder und danach wieder bei Jens. Also, ja, danke nächstes für den Anruf. Jahr geht es dann weiter mit der E-Auto-Sprechstunde. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tarek, grüß nass von mir und kommt gut nach Hause. Ne?
Ciao, küsschen, küsschen. Ciao, ciao an alle da draußen. Frohe Weihnachten. Ciao.